Ja, moin moin, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Thema heute in dem Video, des heutigen Videos, der Livestream bei TikTok, live gehen bei TikTok. Ja, meine Güte, ist das echt euer Ernst? Alter Schwede, muss ich da sagen. Ich kam gerade aus dem Livestream oder komme frisch aus dem Livestream bei TikTok. Und ja, was passiert da eigentlich bei mir? Ich bin jetzt, glaube ich, das 6. oder 7. Mal hier live gegangen, immer hier in meinem Home Gym. Ich mache ein Live-Training, habe bei TikTok aktuell 10.700 und ein paar zerquetschte Leute, die mir folgen. Und ja, was passiert, wenn ich live gehe bei TikTok? Es schauen zwischen 1 und 3 Zuschauer auf einmal zu. Über die komplette Zeit, etwas über eine Stunde, sind es dann 200 Leute. Ich versuche einen Livestream oder live zu gehen bei TikTok mit Inhalt, das heißt, ihr könnt mir beim Training zuschauen, ihr könnt mir Fragen über das Training, über Ernährung, über Fitness, alle stellen. Ich versuche also hier live zu gehen auf TikTok mit Inhalt. Wer da Bock drauf hat, schaut unten mal jetzt in die Videobeschreibung rein. Da verlinke ich euch meinen TikTok-Account. Ihr könnt mir gern auf TikTok folgen. Ich gehe immer mal wieder live hier aus dem Gym, wenn ich Zeit habe und wenn es passt vom Training. Ich kann es leider nicht immer machen. Ich trainiere auch nicht immer allein. Ich möchte das nur machen, wenn ich alleine bin. Und dann bekommt ihr hier auf jeden Fall ja, TikTok live mit Inhalt. Ich bin immer erstaunt und das ärgert mich auch ein bisschen. Und ich verstehe es nicht. Das lässt mich so ein bisschen auch an, ja, an die jüngere Generation, auch allgemein an unsere Gesellschaft so ein bisschen zweifeln. Ich gucke natürlich auch selber mal durch, was machen andere in so einem Livestream bei TikTok. Was bieten die für Inhalt, für Content? Und was stellt man da fest? Ja, Inhalt, Content eigentlich gar nicht. Es ist immer das Gleiche. Du wischst dich nach oben, hat so ein bisschen was wie früher bei Tinder mit den Matches. Und hier wischt man hoch. Und dann siehst du meistens Mädels. Entweder halten sie ihre Brüste in der Kamera, also wirklich das Dekolleté. Sau viele Zuschauer, sau viele Likes. Ja, das Trinkgeld flattert auch nur so. Alter, ist das euer Ernst? Ja, wir reden ja hier über ja, Gleichberechtigung, über ja, nicht Sexismus. Es fühlen sich so viele Frauen dadurch belästigt und bedrängt, aber immer mehr halten ihr Dekolleté da für ein paar Likes dann in die Kamera. Verstehe ich nicht. Punkt 1. Der zweite Punkt ist, auch meistens Mädels, ja, sitzen da, kämmen sich die Haare, streicheln sich die Haare. 300 Zuschauer auf einmal, 7000 Likes. Aber, ja, was machst du? Hm, ist langweilig, ja, und die auch, ja, langweilig. Ja, Leute, euer Ernst? Null Inhalt. Wollt ihr nicht so ein bisschen was irgendwie mitkriegen oder wollt ihr eure Zeit einfach nur auf TikTok verplempern oder vergolden oder in den Wind schießen? Ja, dann wird sich geschminkt oder das Zimmer wird aufgeräumt. Da kann man gucken, wie jemand einen Karton auf den Schrank stellt, einen anderen wieder runterholt, da Sachen einsortiert. 500 Zuschauer. Und ich weiß ich nicht, wie viel Trinkgeld. Ja, Likes ein paar tausend. Alter, null Inhalt. Du guckst die ganze Zeit zu, die reden nicht mit euch, die beantworten keine Fragen, du kannst nur sehen, wieso ab und zu wird da mal so hier vielleicht nochmal der Hintern in die Kamera gehalten, ja? Ist doch nicht euer Ernst, ja? So, dann auch neulich so ein Ding, was ich hier gesehen habe, auch mal ein Livestream-TikTok. Mädel 16, hat sie gesagt, war sie. Und neben ihr liegt ihr Baby. Die hat schon mit 16 ein Kind gehabt, ja? Ist bestimmt nicht der Traum von jedem, wäre auch nicht mein Traum gewesen in dem Alter. Ich halte es auch persönlich für unvernünftig, aber am Ende muss es jeder selber wissen. Das Kind schreit, ist drüber, es ist 21.30 Uhr, als ich mich da so ein bisschen durchgetuckert habe. Da denke ich mir eigentlich, hey, unter einjähriges Kind hat um die Uhrzeit meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, auf jeden Fall im Bett zu liegen. Das Kind war auch total drüber. Es war im Hintergrund, war so hier LED-Beleuchtung an mit Lila und ein bisschen Grün dabei und Gelb. Das Ganze blinkt auch so ein bisschen. Es wurde Musik gehört, das Kind hat geschrien und sie befand sich mit so einem Typen im Match, wo ich mir auch dachte, ey Junge, bist du blöd, die hat mit 16 da schon ein Kind liegen, wo sie sich nicht drum kümmert, möchtest du der Vater, der zweite Vater vom zweiten Kind sein? Die Frau hat mit 29 wahrscheinlich 4 Kinder von 3 Männern, aber sowas findest du auf TikTok, ja? Und wie viele Zuschauer? 380 oder so. Etliche Likes, Trinkgeld bekommen, ja, wahrscheinlich verdient sie damit ihr Geld, aber das Baby hat meiner Meinung nach da nicht zu suchen gehabt. Das ist einfach, ja, live gehen bei TikTok ohne Inhalt, ohne irgendwas und es funktioniert. Ich habe einen Typen gesehen, wo ich ja die ganze Zeit hier nur mit Mädels, weil die meisten sind, die online sind Mädels nun mal. Keine Ahnung, die haben scheinbar leichter, aber auch Männer machen Sachen. Es gibt diese Hütchenspieler, die extrem gut ankommen. Glücksspiel, sowas ist übrigens auch in Deutschland verboten mit diesem Hütchenspiel, aber egal, bei TikTok läuft es trotzdem. Aber das andere Ding, wo ich überhaupt nicht drauf klarkomme, ist so ein Typ, der hat so einen ganzen Kasten, so einen
ja, so ein Behälter, da sind Schrauben und Muttern drin und dann sind es ungefähr so, ich würde mal sagen, eine 10er Mutter oder lass es eine 12er gewesen sein und die fängt da an, so übereinander zu stapeln. Ihr glaubt nicht, wie viel Zuschauer der gehabt hat. Das waren weit über 3000 Zuschauer. Die ganze Zeit am Rand schwirrten die Likes hoch. Der hat nicht geredet, gar nichts. Er hat nur diese Mutter gestapelt. Irgendwann sind sie wieder umgefallen, hat er wieder von vorne angefangen. Mal hat er zwei Muttern mehr geschafft, mal drei weniger. Das kam an. Trinkgelder, oh mass, Wahnsinn. Da habe ich mir gedacht, ey Leute, wenn das so einfach ist, dann fange ich auch an, hier einfach Muttern zu stapeln. Nur das ist mir persönlich zu blöd. Ich will eigentlich nur irgendwas mit Inhalt machen. Aber warum, Gott verdammt, ist auf TikTok niemand, der einen Livestream mal mit Inhalt haben möchte? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare rein, falls ihr überhaupt noch bis hierhin irgendwie zugehört habt in dem Video, ob das tatsächlich, ja, der Ernst oder euer Ernst oder was weiß ich nicht ist bei TikTok. Was seid ihr für Zuschauer bei TikTok? Guckt ihr den Mädels, wie sie sich die Haare föhnen oder das Gesicht schminken? Ich will ja hier nicht irgendwie was Böses jetzt sagen. Oder wie sie ihre Kartons auf den Kleiderschrank stellen oder wie sie ihr Geschirr abspülen oder Typen, wie sie Muttern stapeln oder mit Hütchen hin und her drehen oder habt ihr eher Bock auf irgendwie, ja, mal Content mit Inhalt? Weil sowas habe ich, muss ich ehrlicherweise gestehen, auf TikTok noch gar nicht gefunden. Es ist noch nichts dabei gewesen, wo ich sage, ey, hier nimmst du auch noch was mit, sondern wirst nicht nur einfach nur so bup, 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 bup berieselt. Da kann ich auch RTL 2 gucken oder so ein Mist, ja. Das ist sogar noch besser als das, was man auf TikTok sieht. TikTok, finde ich, hat das niveaulose Unterhaltung angeht, echt nochmal einen Vogel abgeschossen und hat hier eine ganz neue, ja, eine ganz neue Liga dafür geschaffen. Es ist einfach nur richtig schlecht, was da angeboten wird. Deshalb, Leute, Alter, wenn ihr Bock habt, wirklich mal ein bisschen was mit Inhalt zu haben, dann folgt mir auf TikTok, ihr kriegt eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe, ihr seht das, ich kann sonst auch vorher mal eine Info schalten, hier auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Zweitkanal oder selber bei TikTok sagen, hier bin ich jetzt live oder was weiß ich nicht. Und dann sehen wir uns hier alle im Home Gym beim Live-Training. Wenn ihr Bock auf Fitness habt, ihr könnt mir hier Fragen stellen, alles Mögliche. Es sind ohnehin meistens viele Leute dabei, ich beantworte das alles. Und wenn es mal mehr werden, dann scrolle ich auch hoch. Und bis ich die letzte Frage beantwortet habe von euch, so lange läuft dann auch der Livestream. Das ist für mich Ehrensache. Ja? Aber ich will mich jetzt nicht hier einfach nur hinsetzen und in der Nase bohren und dann dabei 2000 Zuschauer haben. Das macht mir auch keinen Spaß. Ich würde es versuchen auf TikTok, aber mit Inhalt. Wenn ihr Bock darauf habt, folgt mir. Lasst gerne einen Daumen nach oben hier für ein Video, wenn ihr die gleiche Meinung habt. Wenn nicht, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Und ja, könnt auch gerne hier den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht auch im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.